Hey ho Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Heute spiele ich für euch Yoshi's Island. Ja, das Spielchen schiebe ich schon eine sehr, sehr lange Weile vor mich hin. Das wollte ich ursprünglich schon auf meinem letzten Kanal machen. Aber ja, ihr kennt das ja. Da schiebt man mal ein anderes Projekt dazwischen, dann hat man einfach keine Lust drauf und irgendwann lässt auch das Selbstbewusstsein nach, vor allem dann, wenn man wie ich das Spiel noch nie durchgeschafft hat. Ja, Schande über mich, ich bin schrecklich. Aber damit möchte ich jetzt aufräumen. Ich schiebe das jetzt einfach mal hier und jetzt in meine Projekte rein. Oh. Jetzt müssen wir leider Gottes auf das Intro warten, denn wenn ich auf Singleplayer drücke, dann kommt es nicht. Aber da ist es. Psst. Vor langer Zeit trug sich eine Geschichte zu, die von Baby Mario und den Yoshis handelt. Und wenn Chris auf A drückt, ist das Intro vorbei. Deswegen warten wir. Ein Kurierstorch, Güterklasse 1, trägt zwei zappelnde Bündel frühmorgens durch den dunklen Himmel. Da knallt plötzlich ein Schatten durch Wolken und Schallmauer und rast auf den Storch zu. Her mit den Babys! Kabum! Im Vorbeiflug schnappt sich die seltsame Kreatur ein Baby und zischt damit ab. Bei dem Angriff verliert der Storch auch das andere Kind. Und es fällt in bodenlose Tiefe mitten auf die offene See zu. Auf die offene See zu. Auf Yoshi's Island, wo die Yoshis wohnen, scheint unterdessen bereits die Sonne und einer der Yoshis bummelt so vor sich hin. Bam, bam. Was? Was ist da los? Da fällt doch tatsächlich ein Baby aus dem sprichwörtlich heiteren Himmel und landet ausgerechnet und weich auf Yoshis Rücken, was physikalisch gar nicht möglich ist. Nanu, mit dem Baby ist doch etwas in den Himmel gefallen. Was könnte das denn sein? Die Rechnung. Sieht wie eine Karte aus. Ziemlich dilettantisch gezeichnet. Vielleicht von einem Kind? Yoshi ist völlig ratlos und beschließt, seinen Freunden alles zu erzählen. Kleine Plaudertasche. T-Fix, sag mal! Kamek, der fiese Magikoopa. Oh, ich hasse Magikoopa. Er ist stinksauer, denn er konnte nur ein Baby rauben. Deshalb schickt er sofort seine genauso beschissen dämlichen und gemeinen Helfershelfer los, um auch das andere hinzuholen. T-Fix doch mal, Herrgott! Yoshi wackelt währenddessen frohgemut zu seinen Freunden und hat nicht die geringste Ahnung, dass Kamex Fieslinge schon längst die Insel-Idylle durchforsten. Sind auf Betriebsausflug. Werden die kleinen Babys je zu ihren Eltern gelangen? Oh. Na, werden sie es? Wir wissen es nicht. Ah, okay, jetzt dürfen wir. Und was lernen wir aus dieser Geschichte? Genau. Nachts sollte auch die Flugroute für Störche geschlossen werden. Singleplayer, Yoshi's Island, los geht's. Oh, da kommen Erinnerungen hoch. Okay, hier habe ich schon mal angetestet. Wir gehen mal flashen. So, tschüss. Ja, ja, habe ich gesagt. Das Spiel will mich schon mal am Anfang. Troll, was soll das? Oh. Spiel arg gelöscht. Keine Spieldateien. Total dramatisch. Okay, los geht's. Ich hoffe, dass es nicht allzu laut ist. Sonst muss ich... Ach, ich glaube, ich stelle es gleich mal ein bisschen leiser. Hä, hey, was ist denn das? Wo kommt denn das her? Dies ist Yoshi Island, die paradiesische Heimatinsel der Yoshis. Sie sind alle fürchterlich aufgeregt, weil ihnen fast
Baby, was fast ein Baby auf den Kopf gefallen wäre. Stattdessen hat sich der grüne Yoshi das Rückgrat gebrochen. Das Baby scheint zu fühlen, wo sich sein Geschwisterchen aufhält und möchte dorthin gebracht werden. Die Yoshis beschließen, einen Staffellauf zu veranstalten und Baby Mario ist der Stab. Auf geht's, Yoshis! Ein neues Abenteuer wartet auf uns. Heidi ho! Na dann, mal los! Jetzt geht's los! Wird Yoshi von einem Gegner getroffen, verliert er Baby Mario. Hol dir das Kind zurück, bevor der Sternenzähler abgelaufen ist. Sonst schnappt sich Kamex heute das Baby. Je mehr Sterne du alles zusammenst, desto besser. Sitzt Baby Mario wieder auf Yoshis Rücken, füllt sich der Sternenzähler wieder auf bis zu 10. Am Ende des Levels wird Baby Mario seinen nächsten Beschützer übergeben. So, und ich mache jetzt hier mal eben ganz kurz die Musik leiser. Kleinen Moment. So, ich habe jetzt hier mal leiser gemacht. So, wie funktioniert denn das alles nochmal? Ich habe das schon ewig lange nicht mehr gespielt. Ich weiß bloß noch ein paar Grundkenntnisse. Ich hoffe auch, dass das Ganze funktioniert, denn ich spiele es mit Joystick, denn mit Tastatur ist nicht. Ist auch gut. So, war hüpfen, Zunge raus, Flatterflug und wie ging es mit dem Eier? Ah, okay. Brauche ich aber noch. So. Ja, komm. Was steht denn hier? Flatterflug. Halte A gedrückt, um mit Yoshi eine Zeit lang in der Luft zu flattern. Ja, das weiß ich ja schon. Aber ist hier unten nicht noch was? Nee, nicht wirklich. So, ich habe jetzt gleich noch was zu erzählen. Aber erst nach dem Einführungslevel. So, und... Ich will die Münze. So. Und hoch. Das sind noch zwei Schallgeist. So, meins und meins. Und ab geht's. Hallo, Miss Lu... Ach, Luigi. So, da hätten wir Welt 1. Aber, bevor ich anfange, möchte ich euch gleich mal, etwas prophezeien. Ich werde garantiert keine 100% machen. Niemals. Da könnt ihr so lange battlen, wie ihr wollt. Ich mache es nicht. Ich werde da 100% holen, wo ich Lust dazu habe. Sprich, in den ersten Leveln werde ich es noch versuchen. Aber für mich ist jetzt erstmal wichtig, dass ich das Spiel auf normalem Wege einfach fertig bringe. So. Und ich werde wahrscheinlich auch nicht alle Textboxen vorlesen, denn... Ja, Welt 1 von 1, Schokohügel. Denn ich bin mir sicher, da kommt 500.000 Mal das Gleiche. So, was steht hier? Eierproduktion. Ah, das weiß ich ja schon. Ja, die Shy Guys. Fällst du da runter? Ich bin ein Blümchen! Na, du warst ein Blümchen. Was? Blumenbonus. Sammle alle 5 Blumen in diesem Level und du hältst ein Extra-Leben. Sie werden außerdem zu deiner Punktzahl hinzugezählt. Ja, Extra-Leben kann ich gut gebrauchen. Was haben wir hier? Eierschutz, ja, das weiß ich auch. Aber trotzdem danke. Rauf, 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 immer schön die Treppen rauf. Und dann kommen wir, ja, wo kommen wir denn eigentlich hin? Zu den Münzen. Ja. Stopp! Genau das meine ich mit. Ich werde niemals 100% schaffen. Ich bin einfach zu dämlich, dieses Scheißteil zu treffen. Du, komm mal her, Blümchen. So. Also, ich werde gucken. Vielleicht kriege ich so 50% vom Spiel hin. Die ersten Level kenne ich von früher natürlich noch. Was haben wir hier? Dieser runde Klotz ist äußerst hilfreich. Schiebe ihn an, damit er lospoltert und alles platt macht, was du... Achso, du bringst ihn auch zum Rollen, indem du dich möglichst weit rechts oder links auf ihn stellst. Ja, das war damals schon immer so klasse. Okay, jetzt mal gucken hier. Hey, ich bin rechts! Hallo! Du bist meins, du bist auch meins, es ist auch meins. Das ist eine rote Münze, ich sehe das! Ja, das war keine rote Münze. Oh, na, na, na. Ich habe ehrlich gesagt auch... Das Leben? Okay. Ich stelle mich jetzt schon wieder dämlich an, als ich überhaupt... Ich schieße jetzt einfach... Ich bin nicht gut im Zielen. Ah ja, genau, hier war noch was. Pass auf. Ich kann das.
gerne. Ja, früher hat, das hat früher ganz anders geklungen auf der N64-Version. Das weiß ich hundertprozentig. Da hat die nämlich so, ich fand das damals so gut, dass ich das immer wieder gemacht habe. Gut. Ja. Ja, jetzt komm. Stell dich halt. Stell dich halt an. So, gut, da haben wir jetzt... Hier. Das ist auch noch meins. Und rauf. So, das sind wir. Also, mir gefällt es hier oben besser. Ich mag Höhlenlevel nicht. So. Du komm mal her. Ich finde die Blumen so klasse. Oh Gott, komm, du auch noch. Tschüss. Die haben früher auch anders gemacht. So, ich will natürlich. Och, ich finde das so. Ah, das Spiel sieht so knuffig aus, dass ich es anstimmen kann. Hey, du da! Hey, Luna! Hey, du da! Gut, was haben wir hier noch? Oh, jetzt bin ich im Scheiger auf dem Kopf. Kann ich ja. Ah! Diese Scheiger-Röhren konnte man ab und zu rein. War hier drin irgendwie? Oh ne, die waren hier nur drin und haben sich ihres Lebens erfreut. So. Gut. Ich sehe schon, das wird ein totales Langzeitprojekt, wenn ich 55 Millionen Parts dranhänge. Ja, Yoshi's Island. Das Spiel ist voll geil. Ja, auf Yoshi gehe ich total steil. Ah, ich habe jetzt alle roten Münzen. Was habe ich... Konnte ich das nicht hier irgendwo noch sehen? Ah, Sterne brauche ich noch ein paar. Hey. Oh, die hüpfen. Guck mal, die hüpfen. Bam. Ah, oh, komm, zwei fehlen mir noch. Das kann jetzt eigentlich fast nicht sein. Moment, ich gucke jetzt nochmal, da muss noch was sein. Das kann ich nicht so gelten lassen. Ich habe keine Münzen verloren, also. Ich gucke jetzt hier nochmal, das ist mir scheißegal. Hey du. Das kann es eigentlich fast nicht sein. Wie es aussieht. Das wird bestimmt der hier oben gewesen sein. Und der nochmal? Ach, das Arschloch kommt gar nicht mehr. Na gut, Pech gehabt. Jetzt kriege ich keine 100%. Mir doch scheißegal. Dann nicht. Nein. Nein, nein, nein. Das darf nicht sein. Wo? Nirgendwo. Dann kriege ich ja keine 100%. Na. So, krieg ich ein Bonuslevel? Ja! Boo! Ach, schade, zwei Sterne fehlen mir. Boah. Wie immer, so kurz vorm Ziel. Ah, was kriegt man für ein Bonuslevel? Kartenschnipsen. Zieh dir auf eine Karte und drücke A. Du erhältst das abgebildete Item. Deckst du aber Karmic auf, verlierst du alle bereits aufgedeckten Items. Entscheide selbst, wann du auf Ende ziehst und das Spiel beendest. Boah, da bin ich ganz schlecht drin. Ich nehme einfach mal oben links. Ah! Unten. Ah! Ah! Nein! beenden. Sehe ich jetzt, wo die anderen Sachen auch waren? Nee. Ah, das reicht mir. So. Das Level mache ich jetzt noch und dann beende ich den ersten Part. Welt 1.2. Bombola. Oh, das Level erinnere ich mich. Das war doch das mit diesen Kettenhunden. Genau, da ist er. Da ist er da hinten. Oh. Den habe ich nicht gesehen. Mach's nochmal. Das Spiel ist geil. Oh! Nö.
Ich hab nö gesagt! Ja, nochmal. Das ist so dämlich. Oh nein, Rosa Yoshi, du bist scheiße. Wegen dir habe ich jetzt verloren. Ah, meins. Oh Gott, ihr dürftet mich jetzt nicht sehen. Ich bin knallrot, jetzt bräuchte ich eine Facecam. Es ist so fucking peinlich. Springen die jetzt da alle rein? Okay. Oh, ich komme darauf gar nicht klar. Das ist unfair. Geh weg, du Scheißkettenhund. Ich mag dich nicht. Oh, der war knapp. Oh, komm, ey. Ich krieg das jetzt nicht weg, ey. Das ist total scheiße. Was ist dein Standkreis? Aktivierst du ihn, indem du durchspringst oder du beginnst... Was? Und du beginnst das Level von dort, falls du vor dem Ziel ausscheidest. Er hat Puff gemacht. Ich bin total schlecht im Zielen. Ich bin total schlecht im Zielen. Geh weg. Oh, habt ihr das gesehen? Das war Skillshot. Meins. Hui. Oh Gott, das wird doch peinlich, das Projekt. Was habe ich mir da angetan? Meine Eltern sitzen jetzt wahrscheinlich drüben und denken sich so, was hat der Junge eigentlich für Probleme? Wir sollten ihn vielleicht doch zum Psychiater schicken. Nein, meine lieben Eltern, das solltet ihr nicht. Der rosa Yoshi ist scheiße. Wegen ihm habe ich ein Leben verloren. Ja, eigentlich war er nicht er schuld, sondern ich, aber egal. Was steht hier? Drücke Select, um deine Punkte zu baga. Ich brauche noch rote Münzen und eine Blümchen, oder? Mal gucken. Blumen fehlen mir noch 3, Münzen fehlen mir noch 10, ach du lieber Gott. Na gut. Aber Sterne, oh ne, hör mal auf hier. Das kann ich doch auch ohne, ne? Ha! Das gesehen! Ich schau mal, ob hier unten noch irgendwo was ist. Hier hinten vielleicht? Ich bin mal eigentlich... Aha! Boing! Ich werde alle Leben dieses Spiel brauchen. Es wird kein einziges Leben verschwendet. Denn ihr habt vorhin schon gesehen, im Level 2 sterbe ich. Das habe ich als Kind nie hingebracht, da bin ich mir sicher. So, ist hier drüben noch was? Nein, oder? Nein. Ich habe nur noch ein Ei. Muss ich bei Minecraft eben mal neue suchen. So, hopp. Wo war denn dieser Helipropter? Helipropter war, glaube ich, oben. So. Der Helipropter war da. Bom, bom, bom. Der Helipropter ist nah. Ich hasse den Helipropter. Yoshi entwickelt sich zu Helipropter. Oh, wie funktioniert denn das jetzt hier? Oh Gott, oh Gott. Diese Steuerung. Diese Steuerung. Ah! Steuern! Rosa Helikopter ist männlich. Ist das schlecht? Was? Ist hier drin was, das... Och, nö. Leute, das kann sich nur noch um Stunden handeln. So, nochmal Helipropter. So, funktioniert das hier. Ah, okay. Gut. Durch da. Helipropter, ja, der ist da. So, hier rein. Ah, da sind noch Münzen. Hier sind Münzen. Hier ist noch eine Münze, die ist bestimmt nur... Ach, das ist nur normale Münze. Oh nein! Ach, Mensch. Aber gut, alle guten Dinge sind 3, komm. Hopp. Helipropter! Yoshi entwickelt sich zu Motorboot. So, gut. Wow! Das wollte ich jetzt aber nicht.
so gut. Wo ist denn hier noch was? Da oben ist was. Halt, stopp. Halt, stopp. Das ändert sich nicht. I knew it. Ach, scheiße. Da war's. Okay, alle guten Dinge sind 4. Und 20.381. So viele Versuche werde ich noch brauchen. Komm jetzt. Helikopter! So. Sind hier noch rote Münzen? Ne, ich habe aber ein Leben. Oh, ich habe ein Leben. Ne, hier ist nichts. Hier fehlen noch rote Münzen. Hm. Da ist noch was. Blümchen. Meins. Hm. Irgendwas stimmt da doch nicht. Sterne habe ich alle. Ah, ich bin ein Blümchen. Ah, ich bin ein Shy Guy. Da stimmt was nicht. Mir fehlen rote Münzen. Ich bin so blöd für das Spiel. Ach, Mensch. Für das zweite Bonusspiel. Yoshi! Wie viele rote Münzen haben eigentlich gefehlt? 2! Wie krieg die 2 nicht? Ah! Leck mich! Fick dich! Ah, schon wieder Karten schnipsen. Okay, dankeschön. Was darf ich denn jetzt machen? Jetzt krieg ich bestimmt gleich einen Karmic am Anfang. Fangen wir mal oben rechts an diesmal. Ah! Hier. Ah! Ah! Ich fahre das nicht weiter raus. Beenden. Der Stand ist Shield. Ach, ist das gut. Oh nein, Höhenlevel. Gut, hier machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich sag Dankeschön fürs Zuschauen und bis die Tage. Denne. Was? Bis denne.